Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Dragon Quest Heroes. Wir haben Damatol befreit und müssen jetzt nach Shida eilen, um dort unsere Elfenfreunde zu retten. Aber vorher wollen hier irgendwie alle Leute mit uns sprechen. Machen wir auch deshalb mal. Willkommen hier zum Auszeichnungsort. Hier können Sie Act ganz viele tolle Sachen kriegen für Ihre Taten, die Sie jetzt verbracht haben. Zum Beispiel dafür, dass sie Monster besiegt haben oder irgendwelche krassen Sachen überwunden haben. Also bitte kommen Sie sofort mal hierher, ja? Und holen sich Ihre Auszeichnung, ja? Also komm mal her, du! Sie haben bereits total die tollen Sachen geschaffen, also dann vergewissern Sie sich mal, was Sie hier geleistet haben. Okay, okay, machen wir zugleich. Haben jetzt hier drei Optionen. Auszeichnung erhalten, Unterwerfungsbericht machen? Was ist das für ein Scheiß? Keine Ahnung. Und eine Erklärung hören. Wollen wir nicht. Wir wollen eine Auszeichnung. Also gebt mal her. Unsere Auszeichnung. Was haben wir denn hier? Gibt verschiedene. Wir haben ganz schön was schon erreicht. Das erste wählen wir einfach jetzt mal aus an dieser Stelle. Oh. Ja, und haben hier das Vordringen hier der königlichen Leibgarde. Weil wir den allgemeinen Kampfstil hier gemeistert haben, ja? Das ist ja natürlich total geil. Kriegen dafür sogar eine kleine Medaille. Was jetzt? Die nächste. Ah, die königliche Leibgarde von Elsasse. Wir haben einen Drachen besiegt und die königliche Hauptstadt dadurch befreit. Ja, danke für den Glückwunsch. Wir wollen die nächste. Die Retter von Kothalder. Ja, weil wir hier den Gigantes tot gemacht haben und die Stadt des Magieforschungslabors Kothalder befreit haben. Sehr schön, kleine Medaille. Kriegen wir auch. Und das ist jetzt die Wohltäter von Nabatol. Und das kriegen wir alles natürlich, weil wir hier die Killer Machines niedergeschreckt haben und somit die Sandstadt Nabatol auch befreit haben. Danke. Kleine Medaille in die Tasche. Was ist das für ein Scheiß? Ach, weil wir uns an Alchemie gewagt haben und Accessoires hergestellt haben. Ja, geil. Kriegen wir auch eine kleine Medaille. Was ist das? Was ist das für ein Scheiß? Ah, weil wir hier verschiedene Spezialattacken mehrmals gemacht haben. Ja, dankeschön. Her mit der kleinen Medaille und unsere letzte Auszeichnung. Der Combo Master. Wir haben eine 300er Combo auf die Beine gestellt und dafür tolle Sachen gekriegt. Geil. Was wollt ihr jetzt machen? Nichts. Weg hier. Was willst du von mir? Ich warte schon auf die Jagd. Hier könnt ihr verschiedene Bitten, die von der ganzen Welt herkommen, annehmen. Also die stelle ich euch jetzt mal vor hier. Also Bittsteller haben hier Anfragen gestellt. Sowas wie Quests wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Bitten sind Quests und die zeige ich euch jetzt gleich mal. Und die Queststeller, die haben auch verschiedene Honorare dafür aufgestellt. Also bitte guckt euch das mal an. Also jetzt her mit euch. Jetzt können wir hier Quests erhalten. Ha? Questberichte stellen und die erhaltenen Quests angucken und Erklärungen nochmal hören. Wir gucken mal, was für Quests hier gibt. Viele. Wow, also da können wir jetzt ordentlich gleich noch mal reinhauen, ne? Aber nein, wir wollen doch jetzt erstmal nicht diese ganze Kacke machen und einen Shida retten. Deshalb weg hier. Das können wir irgendwann später noch mal machen, vielleicht in der Zusatzfolge. Ich habe keine Ahnung. So, was machen wir jetzt? Erstmal zur Taverne, würde ich sagen. Denn wir haben hier einen Neuzugang in unseren Reihen. Den guten Teddy, da steht er schon. Hä, was ist das denn? Moment, da will noch jemand was von uns. Oh, ihr königlichen Leibgarden-Leute da. Hier könnt ihr euch nochmal einen Blick über die Erinnerung eurer bisherigen Abenteuer erhaschen. Also könnt ihr zurückblicken auf eure alten Abenteuer. Also guckt euch das an. Ah, hier können wir die Zwischensequenz nochmal checken. Das ist ja geil. Also wenn wir nochmal Lust haben auf eine kleine Kinovorstellung, dann kommen wir natürlich zu dir. Okay, also während ihr euch hier die Erinnerung an eure Abenteuer anguckt, könnt ihr euch nochmal zurücklehnen, aufatmen und jederzeit hierher kommen. Das ist fantastisch. Jetzt aber nicht. Jetzt wollen wir erstmal Teddy hier holen. In unsere Reihen mit ihm. Wir tauschen einfach mal gegen Alina. Denke ich mal, komm, zack. Jawohl. Also dann, mit ihm im Gepäck wollen wir jetzt Shida retten. Denn die Stadt braucht es. Die Elfenleute sind ja schon in der Defensive, drängen die Monster zurück. Und das können wir nicht zulassen. Wir müssen ihnen helfen. So, aber vorher wollen wir noch mal ein bisschen hier beim Waffenmann gucken. Denn wir haben ja noch ein bisschen Moneten auf der hohen Kante. Ah, wollen wir hier ein neues Schwert? Gibt's sogar klasse. Aha.
Was gibt's denn sonst noch? Vielleicht für Teddy was Cooles. Oh fuck, das ist hier ein Magieschild gibt's hier. Und das, denke ich mal, werden wir dem Teddy geben, denn der hat voll wenig Verteidigung. Hä? Ja, doch mal was. Also dann, Teddy, hier kriegst du das zunächst. Damit er auch gut gerüstet ist. Jetzt können wir uns natürlich nicht das coole Schwert kaufen, aber was soll's, machen wir später. Machen wir später. Jetzt müssen wir allem Anschein nach erstmal zu Giulietta, denn die will irgendwas von uns. Die steht da schon so wartend. Also dann. Hey, ihr! Wisst ihr zufälligerweise irgendetwas über das, was der Mann mit der schwarzen Robe, mit dem schwarzen Umhang gesagt hat? Habt ihr da irgendwie eine Ahnung von, was der wollte? Was der Typ gesagt hat? Meinst du das hier mit dem Lichtclan und sowas, diesen Kram? Ganz ehrlich, ich habe gar keine Ahnung. Also, weiß ich nicht. Ich habe noch nie was von hier dem Mitglied des Lichtclans oder sowas. Nee, noch nie was von gehört. Ja, geht mir genauso. Was ist mit dir, Giulietta? Hast du schon mal was über den Lichtclan oder sowas gehört? Weißt du da vielleicht was drüber? Nun ja, meine Großmutter hat mir in meiner Kindheit mal irgendwas davon erzählt. Aber ich dachte immer, es wäre so ein Märchen, ja? Irgendwie. Ganz, ganz lange zuvor gab es auf der Welt mal einen Gott des Lichts und einen Gott der Dunkelheit. Und die haben halt das Gleichgewicht der Welt beschützt. Also die Harmonie, den Frieden auf der Welt gehalten. Und diese beiden Götter, also Licht, Gott des Lichts und der Dunkelheit, haben dann ihre Kraft immer weiter vererbt, weitergegeben an bestimmte Clans. Diejenigen, die die Kraft des Lichtgottes erhalten haben, waren dann halt Mitglieder des Lichtclans. Und die dagegen standen, also konträr zu dem standen, waren halt diejenigen, die die Kraft des Dunkelheits erhalten haben. Das waren dann Mitglieder des Clans der Dunkelheit. Ja, sowas in der Art. Und die alte Überlieferung besagt nun halt, dass durch den Licht- und den Dunkelheitsclan der Frieden auf der Welt bewahrt wurde. Also Clan des Lichtes und Clan der Dunkelheit. Aber wir sind doch ganz gewöhnliche Leiter der königlichen Hauptgarde. Dass wir irgendwie Nachkommen oder Kameraden eines derart krassen Gottes sind, das kann doch nicht sein. Da können wir doch nichts mit zu tun haben. Das ist unvorstellbar. Ganz gewiss ist das zu diesem Zeitpunkt noch irgendwie was man nicht sagen kann, ne? Also, es, ja. Aber vielleicht kann es wirklich sein, dass ihr was damit zu tun habt, oder? Deshalb, wir sollten uns auf jeden Fall noch mehr darüber schlau machen und das erforschen. Ja, klingt interessant. Aber jetzt wollen wir erstmal Chida retten. Also auf zur Weltkarte. Oh, und wir bereiten direkt mal hier unsere Stahlkarte aus. Also die Karte mit dem Stahldingens hier. Und haben direkt die Kristallgrotte entdeckt. Eine weitere Quest, die erschienen ist. Aber wir wollen jetzt erstmal Chida retten. Wo ist denn das? Wo ist denn das? Hä? Moment mal, jetzt können wir hier... Die Quest, die haben wir ja alle schon gemacht, oder? Nee, aber das ist jetzt... Wir wollen doch die Hauptstory wollen wir weiter fortsetzen. Nicht den anderen Gedöns hier. Können wir hier zurück vielleicht? Hä? Auf keinen Fall. Das ist seltsam. Kurt Tolder vielleicht? Nee, das ist auch nichts, was damit zu tun hat. Sehr mysteriös. Haben wir irgendwas vergessen? Einem Anschein nach. Ja, gehen wir erstmal hier zur Postperle hier. Willkommen beim Postamt. Ja, was gibt's denn hier? Oh, ein Brief vom Bürgermeister. Vielen Dank für die Rettung. Oh, jetzt labert hier der Bürgermeister. Königliche Leibgarde, hier, ihr habt uns gerettet und bla. Vielen Dank. Dank euch konnten die Stadt und die Bürger vor großem Schaden bewahrt werden und gerettet werden. Und ja, ihr habt alles geschafft und bla, 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 bla. Und jetzt, keine Ahnung, das interessiert uns gar nicht. Oh, was passiert jetzt? Jetzt haben wir... Oh, wunderbar. Also dann. Lavatol wurde also gerettet. Apropos König Dirk. Was in aller Welt war eigentlich hier diese seltsame Baumwurzel, die urplötzlich inmitten von Lavatol erschienen ist? Erklären Sie mal. Was war das? Oh, ach ja. Gut, ich bin euch ja noch eine Erklärung schuldig diesbezüglich.
Das nennt man die Wurzel des Weltenbaumes. Und wie der Name schon sagt, ist es ein Teil der großen Wurzel des Weltenbaumes, des gigantischen Weltenbaumes sogar, der Symbol unseres Landes ist. Hä? Ja, ganz gewiss ist der Weltenbaum in unserer Königin-Hauptstadt ein riesengroßer Baum, aber dass die Wurzel von der königlichen Hauptstadt Edessase bis nach Rabatol reicht, das ist ja wohl... Ja, nicht nur das, meine Liebe. Der reicht sogar bis ans Ende der Welt, ja? Das sagen zumindest die Leute, dass er so weit Reichweite hat hier. Die Wurzel, das Wurzelwachstum. Ja, und die Wurzeln des Weltenbaumes an Orten, wo sich die halt sammeln oder konzentrieren, wo es ganz viele davon gibt, da kann es auch mal sein, dass, wie ihr gesehen habt, ein Teil davon selbst an die Erdoberfläche kommt und rausragt. Und ja, genau an diesen Orten, wo halt die Wurzeln an die Oberfläche kommen, wird die Umgebung, das umgebende Land, wird halt gedeihen und von göttlichem Segen bereichert. Die Wurzeln geben ihnen halt Segen und Wohlstand. Deshalb sind alle Städte auf dieser Welt, wo die Wurzeln hervorkommen, also die Orte, gedeihen und florieren und sind total toll. Hi. Heißt das dann etwa, dass, falls die Wurzel des Weltenbaumes verloren gehen sollte, auch die Gebiete verdorren, kaputt gehen und die Städte dann der Vernichtung nahe sind, also zerstört werden? Genau so ist es. Deshalb sollen wir, was auch immer es gibt, müssen wir die Wurzel des Weltenbaums beschützen, denn das sind die Lebenslinien der Städte. Von nun an werden wir nach Sheela und auch in andere Städte aufbrechen, wo vielleicht die Wurzel des Weltenbaumes erscheinen werden. Wir müssen also unser Bestes geben, dass die Monster die Wurzel nicht verletzen oder sogar zerstören können. Werden wir machen. Und Sheela ist ein gutes Schlagwort. Dort wollen wir nämlich jetzt endlich hin. Und das können wir auch. Na super. Es wurde ein neuer Ort jetzt auf die Weltkarte übertragen. Und jetzt können wir nach Sheela. Immer wenn wir wollen, sagt Joetta. Sheela! Ist das das Dorf inmitten des Waldes? Ja, genau. Es ist ein total schöner Ort, der von Wäldern und Flüssen umgeben ist. Wie wir ja sehen können. Und die Elfen, die in diesem Dorf wohnen, sind total begabt, was die Magieforschung anbetrifft. Und die kennen halt ganz viele Sachen, was Magie anbelangt und sowas. Sind halt total up-to-date, ja? Sind die totalen Meister. Also dann, die Elfen, die total begabt sind, was Magie angeht, sind in einer ganz schwierigen Situation, da die Monster, die ihr Bewusstsein verloren haben, sich in großen Massen dem Dorf nähern. Sobald also die Vorbereitungen getroffen sind, sollten wir schnellstmöglich nach Sheela. Okay, sind sie. Und jetzt hier eine weitere Story-Mission mit dem Titel Utsukushiki Mori o Sawagasu Mono. Das, was den schönen Wald in Aufruhr bringt, nachdem wir die Monster besiegt haben, und zwar mit Hilfe vom Schwertkämpfer Teddy, die der Mann mit dem schwarzen Gewand beschworen hat, haben wir Labatol endlich befreit und Frieden gebracht. Nun werden wir mit unserem neuen Kameraden im Gepäck zum nächsten Zielort aufbrechen. Und das ist das Elfendorf Sheela. Also dann, los geht's. Na klar, wir wollen den Kampf beginnen. Aber zuvor wenden wir unseren Blick auf dieses wirklich märchenhaft anmutende, schöne Bild dieser Waldlandschaft, oder? So toll, da könnten wir sich glatt erstmal einen drauf abladen. Machen wir auch zugleich, denn wir sind in Sheela. Dies ist also Sheela. Was für ein wunderschöner Ort. Irgendwann wäre ich hier gern zu zweit nur mit der Prinzessin. Wir haben jetzt keine Zeit, uns hier umzuschauen. Denn es sieht zwar so aus, als wären noch keine Monster hier vor dem Dorfeingang, aber meinen Berechnungen zufolge. Willst du etwa sagen, dass bald Monster kommen? Da müssen wir uns beeilen. Okay, es sieht so aus, als werden wir es nicht pünktlich schaffen, aber wir werden die Monster auf jeden Fall begrüßen. Und sie nicht so leicht ins Dorfinnere lassen. Wir werden sie vorher tot machen. Das klingt verdammt interessant. Naja, egal wie viele Monster auch kommen wollen, ich werde sie alle auf einmal ausschalten. Das wollen wir sehen.
hier in dem Wald. Und da sehen wir, es kommen schon die ersten hammertragenden Kreaturen dort hinten. Und Rüstung, oh Gott. Aber wir wissen, wie wir mit diesen Kameraden umgehen müssen. Und zwar auf unsere eigene Art und Weise. Und die haut rein, liebe Leute, die haut rein. Zack, in die Rüstung. Und dann den hinterher. Jawohl. So geht das. MP fehlt, leider. Ah, verdammt, die sind ganz schön nervig, die Jungs. Okay, und ein Torwächter ist erschienen. Oh, aus dem Himmel kommen Gegner. Das sind Chimären. Wir erreichen sie nicht, bis sie zum Boden kommen. Wenn sie kommen, spucken sie Feuer. Wir müssen also aufpassen, dass wir uns nicht die Hände verbrennen an den Teilen. Okay. Wir wissen also, worauf wir Acht geben müssen, aber mit unseren geschickten Eisattacken kriegen wir selbst die Chimären kaputt. Und jetzt setzen wir einfach mal unseren neuen Charakter Teddy ein. Und schauen mal, was der so auf dem Kasten hat. Ah, weg mit euch. Oh, ist ganz gut. Ist ganz gut, der Junge. So, was haben wir hier? Ein Brownie. Und zwar in Münzenform. Oho, ein Assistant-Type-Monster. Und er schlägt mit seinem Hammer zu, und zwar mehrfach. Das ist doch nicht schlecht. Und hier haben wir noch ein Samayo Yodoi. Eine umherwandelnde Rüstung. Das ist ein Defense-Type-Monster, das den Gegner vor seinen Augen mit einem Hieb entzweit und dann den Ort, an dem man es beschworen hat, beschützt. Naja, nehmen wir einfach mal alles mit, dann kümmern wir uns um diese lästigen Chimären hier. Nun komm schon vom Himmel. Ach, da war doch gleich noch eine Münze von ihnen. Eingesammelt. Das ist auch ein Defense-Type-Monster, das mit seinen freien Flügelschwingungen den Ort beschützt, an dem es auch beschworen wurde. Also ähnlich wie die Rüstung, nur halt fliegt. Logisch. So, den nehmen wir auch noch alles hier. Ah, und da kommen sie. Und wie wir sehen, da hinten ist schon der nächste Torwächter. Aber dafür müssen wir uns hier erstmal durch die Rüstung kämpfen. Oder beziehungsweise über die Rüstung hinweggeschlagen werden. Ja, klasse. Terry ist wirklich cool mit seinen Donnerschlägen hier. Geht ganz gut von der Hand eigentlich. Der Junge hier. So. Erstmal ein bisschen hier Staub wischen. Das ist unsere Rüstung. Die lassen wir am liebsten erstmal am Leben. Und jetzt wirbeln wir die nochmal ein bisschen auf. Und kümmern uns dann im Anschluss, wenn die gefallen sind, um den Torwächter. So, jetzt habt ihr aber genug rumgewütet. Oh Gott, oh Gott. Komm schon her. Hab gesagt, komm schon her. Ey. Ganz schön frech, die Jungs. Aber das hat sich erledigt. Das war der Torwächter hier in Rüstungsform. Aber es ist direkt ein weiterer aufgetaucht. Und die Monster starten ihren letzten verzweifelten Angriff. Okay, noch ein bisschen. Wir sollen jetzt alle unser Bestes geben. Sagt die gute Mär. Oh oh, und der letzte Torwächter ist gleich die Killer Machine. Aber wir wissen ja jetzt, wie wir mit dem umzugehen haben. Und zwar mit Blitzattacken. Da beschwören wir noch eine Chimäre aufs Feld. Und setzen ihm jetzt erstmal mit ein paar Hieben noch zu. Komm her. Eingefroren ist der Junge noch. Und das war's dann auch gleich mit ihm. Komm schon her, jeder Widerstand ist zwecklos. So, Akt beendet es jetzt mit einem aufgeladenen Sieg. Danke nochmal an den Lord Lloyd für den Tipp, dass man die Attacke auch aufladen kann. Hab ich irgendwie nicht gepeilt gehabt. Naja, hier haben wir noch ein Smilelook. Einem lachenden Stein sozusagen. Das ist ein Assisted-Type-Monster, das hin und her rollt und den Gegner, auf den man es dann wirft, mit einer Bodypress zerquetscht. Ja, schön. Schön für den Smilodog. Nehmen wir ihn auch einfach mal mit. Und wo haben wir denn hier noch... Wo sind denn hier noch... Der gehört doch zu uns. Hä? Wo ist denn hier noch was? Moment mal, ich sammle nochmal die Sachen hier mit ein. Das hier kommt noch mit. Zack. Ach, da hinten.
Da hinten vergnügen sich unsere Assistant-Monster hier mit noch einer Rüstung und einer Chimäre. Und dann werden wir jetzt einfach mal den lachenden Stein auf sie setzen. Auch klasse, ey. Und ja, da ist der letzte Feind in der Luft. Komm schon runter. Jetzt komm schon runter. Das war's. Haben wir sie alle vernichtet. Oder? Ja. Na, endlich. Haben wir den Märchenwald zumindest ein bisschen gereinigt. Genau. Um zu gewinnen, muss man den Kopf benutzen. Das hast du richtig erkannt. Akto. So, wir haben irgendwie alle beseitigt, aber vor den Toren des Dorfes sind noch überall Monster. Also es ist noch ein ganz schön ernster Zustand hier, wie Giulietta richtig erkennt. Wir müssen also weiter. Ja, ganz genau. Ich hoffe, dass der Dorfvorstand sowie die Elfen alle in Ordnung sind und nicht verletzt wurden. Ja, jedenfalls müssen wir uns beeilen und die Monster, die jetzt weiter versuchen, hier einzudringen, alle töten. Ganz genau. Also dann, auf ins Dorf. Aber erstmal auf in den Speicherscreen und zurück auf unser Luftschiff Batoshi. Denn wir müssen uns erstmal einmal ein bisschen ausruhen, eine kleine Verschnaufpause einleiten, damit wir dann beim nächsten Mal voller Kraft wieder durchstarten können. So, gib mir Erfahrung, Skillpoints, Gold und Items. Damit wir jetzt in Frieden wirklich hier einen Schlussstrich ziehen können. Meine lieben Leute, das war wieder mal schön mit euch. Wir sehen uns das nächste Mal wieder hier zurück bei Dragon Quest Heroes. Also dann gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.